Was haben Wasserkraftwerke, Wasserzähler im Haushalt, die Nahrungsmittelindustrie und Kaffeeautomaten gemeinsam? Überall ist es nötig, den Durchfluss zu messen. Richard Lemke weiß immer, wie viel Liter gerade verborgen durch die Leitungen fließen. Er ist Experte für Durchflussmessgeräte. Hier demonstriert er, sie sind teilweise riesengroß, sodass man in manchen Geräten sogar stehen kann oder eher klein. Je nachdem, für welchen Zweck die Messinstrumente benötigt werden. Überall in unserem Leben begegnen uns Durchflussmessgeräte. Sie werden im Haushalt zum Beispiel als Wasseruhr benötigt. Sie werden in der Industrie und im Gewerbe benötigt. In der Industrie für die Abfüllung von Nahrungsmitteln, von Flüssigkeiten, in der Brauerei zum Abfüllen von Getränken und in der chemischen Industrie zur Mischung von Chemikalien, zur Befüllung von Tankwagen und Ähnlichem. Doch wie funktioniert eigentlich ein Durchflussmessgerät? Die modernen Hightech-Geräte haben keinerlei mechanische Einbauten und funktionieren doch einwandfrei. Wie geht das? Oben und unten haben die Ingenieure eine Magnetspule befestigt. Diese erzeugt im Rohr ein magnetisches Feld. An der Seite sind zwei Elektroden. Fließt nun eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit, wie zum Beispiel Wasser, durch das Rohr, entsteht eine elektrische Spannung. Die Elektroden messen diese Spannung und ein Messumwandler errechnet dann die durchgeflossene Wassermenge. Je schneller die Moleküle durch das Rohr fließen, desto größer ist die Spannung. Diese Methode hat klare Vorteile. Das magnetisch-induktive Durchflussmessgerät besitzt keine mechanischen Einbauten oder in das Messrohr ragenden Teile. Und dadurch können auch Breie, Pasten oder Schlämme gemessen werden. Oder zum Beispiel auch Fruchtsäfte mit Fruchtstücken oder in anderen Bereichen auch Abwässer, in denen sich irgendwelche Feststoffe befinden. Am ABB-Standort in Göttingen werden die Durchflussmessgeräte produziert. Zunächst bauen die Experten die Elektroden an die richtige Stelle in das Rohr ein. Danach werden die Magnetspulen, die später das Magnetfeld erzeugen, am Rohr befestigt. Zum Schluss werden das Gehäuse und der elektronische Messumformer angebracht. Jetzt der Härtetest für den elektronischen Helfer. Die Experten müssen das Messgerät kalibrieren, also perfekt einstellen. Mehrere tausend Liter Wasser schicken sie dafür durch die Rohre. Die Wassermassen leiten sie zum Schluss auf eine riesige Waage. Die abgewogene Menge wird mit dem Ergebnis des getesteten Durchflussmessgeräts verglichen. Doch das ist nicht der einzige Test. Im Prüfstand ist ein Mastergerät eingebaut. Das ist das Kontrollgerät, das überprüft, ob unser Gerät richtig misst. Sollte ein Messfehler auftreten, dann wird die Abweichung über die Software korrigiert. Genau nach dieser Methode kalibriert das Team auch dieses fast 2,5 Meter große Exemplar. Stolze 3,5 Tonnen bringt es auf die Waage und soll zukünftig in einer Industrieanlage in den USA seinen Dienst verrichten.